Oh nein! Das biometrische Identifikationssystem begegnet den erkannten Subjekten mit negativen Intentionen. Was? Es erkennt Menschen und jagt sie. Geh weg! Nein! Haha! Und so hat der unsichtbare Norman Man die Chance, die ganze Welt zu retten vor dem nutzlosen Atomic Boy. Sei vorsichtig, Norman! Wozu denn vorsichtig? Ich bin unsichtbar. Was bedeutet das ich? Halt mal, ihr könnt mich sehen? Ja, wir sehen dich alle ganz genau, Norman. Aber das bedeutet... Der sieht euch und mich. Lauf, Norman! Ah, Hilfe! Oh nein. Hoffentlich passiert da nichts mit meinen Benzinkanistern. Ah. Oh, oh, ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam. Norman Price wird von einem Roboterhund gejagt, der Feuer gefangen hat. Norman Price wird von einem Roboterhund gejagt, der Feuer gefangen hat. Der Feuerhund 2000! Das wird bestimmt heftig. Dann fährst du mit Jupiter. Penny, wir brauchen dich. Schnell! Ich komme gleich. Tretet bitte alle zurück. Sicherheitsabstand einhalten. Norman Man ist verloren. 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 Hab keine Angst, Norman. Jetzt ist er brav, unser Superhund. Doch sehen wir uns lieber vor. Da ist Benzin drin. Ich schalte auf Schwerschaum, Sam. Die Straßen von Pontypandy sind endlich wieder sicher. Nicht wahr? Tut mir leid, dass ich eben so unvorsichtig war, Feuerwehrmann Sam. Aber ich dachte wirklich, ich wäre total unsichtbar. Mir tut es leid, denn ich denke, dass die Hauptschuld an der ganzen Katastrophe mein Feuerhund 2000 trägt. Also, war das alles gar nicht meine Schuld? Tja, wessen Schuld es auch war. Ich denke, ihr solltet vorerst die Arbeit an dem Feuerhund 2000 einstellen. Und vielleicht was erfinden, das unser nettes Städtchen nicht sofort in Brand setzt. Keine Sorge, Schnuffi. Ich denke, dein Job ist nicht in Gefahr. Hey, hoppla! Hallo? Gridlington, wo steckst du? Wir brauchen dich beim Kontrollieren der Ausrüstung. Und außerdem fehlen hier einige Ausrüstungsgegenstände. Wissen Sie, die habe ich mir geliehen. Ich bin im Kabeljau-Café. Bis nachher, Sir. Was kann er denn mit einer Wärmekamera, einem Megafon und einer Glasfaserkamera in einem Café wollen? Oh. Gridlington? Oh, hallo Hauptfeuerwehrmann Steel. Hallo Sam. Sieht ziemlich schlimm aus hier. Mein Café ist ja völlig auf den Kopf gestellt. Und wir haben Norris leider immer noch nicht gefunden. Wie war das? Was nicht gefunden? Feuerwehrmann Gridlington! Hauptfeuerwehrmann Meerschweinchen! Ich meine Hauptfeuerwehrmann Steel! Wir suchen einen Hauptfeuerwehrmann! Ich meine ein Meerschweinchen! Was redest du da? Um ein Meerschweinchen zu retten, braucht man doch nicht all diese Ausrüstungsgegenstände! Oje, oje! Für diese Aufgabe benötigt ein Feuerwehrmann nur eins und das hole ich jetzt sofort! Ich helfe dir beim Aufräumen, Elvis. Zuerst die Kühltruhe. Ist gut. Komm jetzt, Elvis. Sonnenblumenkerne. Meerschweinchen sind ganz wild drauf. Die werde ich jetzt auf dem Fußboden verstreuen und dann wird das kleine Tierchen aus seinem Versteck kommen und sie fressen. Ja. Oh ja, ich wette, Norris liebt Sonnenblumenkerne. Norris? Das ist mein Name. Was? Ach, was soll's. Zurück zu den Kernen. Ich streue sie jetzt auf den Boden. Oh, da ist es ja. Und ich habe die Kerne noch nicht mal verteilt. Nein, Sir. Ich glaube, das Meerschweinchen hat Angst. Da. Der Keller. Da unten brennt's. Ich rufe Penny. Und jetzt alle schnell raus aus dem Café. Ein Feuer im Kabeljau-Café. Oh, und ein Meerschweinchen ist dort auch verschwunden. Wir holen dich da raus, Norris. Norris?
Wieso verwenden eigentlich alle ständig meinen Namen? Das Meerschweinchen muss gerettet werden, nicht ich! Ah. Jetzt wird die Ausrüstung mal richtig verwendet, Elvis. Zuerst muss der Brandherd gefunden werden. Da! Ich schaffe es nicht allein, Penny! Wie diese Kisten wohl Feuer gefangen haben, Sam. Ah! Gut, schalt jetzt bitte die Stromversorgung aus. Strom ausgeschaltet! Das wäre geschafft. Wieder eine erfolgreiche Wanderung mit den wilden Männern von Pontypandy. Und ihr verdient alle das Prinzenabzeichen. Jetzt schnell zurück nach Pontypandy. Da kriegt ihr die Auszeichnung vom echten Prinzen. Oh ja! Oh, ich kann's noch gar nicht fassen, dass er uns besucht. Ich habe sogar ein Geschenk für seinen Sohn. Der auch ein Prinz ist, Mandy. Der hat kein Interesse an alten Spielsachen. Wow, stopp! Oh, los! Au! Hier sollte eigentlich eine Brücke sein. Oh nein! Jetzt schaffen wir es nicht mehr zum Empfang des Prinzen. Ja, ich denke, er ist jetzt trocken genug, Elvis. Also mal sehen. Hier steigen nachher die königlichen Hoheiten aus ihrem Wagen. Das heißt, der Anfang gehört hierhin. Aber er muss doch bis an die Bühne heranreichen. Also muss er hierhin. Aber er muss doch da anfangen, wo sie aussteigen, Elvis. Vielleicht ist der Teppich ja durch das Nasswerden geschrumpft, Sam. Ja, Elvis sieht ganz so aus. Oh nein. Alles klar, Mike ist da und ich habe die Wimpel dabei. Das war doch nicht nötig. Ein roter Teppich für mich, Sam? Ich fürchte, der muss jetzt gereinigt werden, Sam. Werfen wir ihn einfach wieder ins Wasser? So, Leute, aufgepasst. Wir haben noch 10 Minuten. Oh nein! Wir schaffen es niemals rechtzeitig zum Besuch des Prinzen. Sag niemals nie zu den wilden Männern von Pontypandy. Und was genau haben die wilden Männer von Pontypandy jetzt vor? Uns zeigen, wie wir das Flugabzeichen kriegen? Nein, die wilden Männer zeigen euch nun, wie ihr eine Schlucht überwindet. Schon kann's losgehen. Und sicherer geht's nicht. Wir sind im Handumdrehen zurück. Er ist nicht mehr so wie vorher, Elvis. Nein, Sam, ist er nicht. Was? Wo sind der Prinz und, ich meine, die Pinguine, wie auch immer sie heißen? Der Prinz und die Prinzessin machen ganz unvorhergesehen Halt bei Dilles Laden, um einzukaufen. Wie? Was wollen Sie denn da? Sie haben das Lieblingsspielzeug des kleinen Prinzen vergessen und wollen sehen, ob Sie dort etwas finden. Also, wieso warten wir dann hier? Ja, wieso eigentlich? Genau. Wer den Prinzen als letzter sieht, ist eine lahme Schnecke. Oh ja. Sollen wir den roten Teppich jetzt mitnehmen? Nein, Elvis, ich denke, dieser Teppich hat jetzt leider ausgedient. Wir müssen also einen Felsen suchen, der wie eine fette Hakennase aussieht. Da ist sie. Sie sieht ganz unheimlich aus. Schatzsucher lassen sich aber von nichts aufhalten, um Gold zu finden. Komm schon, James. Aber da soll doch so ein Geist sein. Na, wenn du meinst, dann warte doch hier. Und zwar ganz allein. Na gut, ich komm mit. Das wird super spannend. Kommen, Sam. Kommen, Ben. Das Signal ist hervorragend auf See zu sehen. Over. Verstanden. Danke, Penny. Du machst das wirklich gut. Over. Ja, danke, Ben. Du machst das ja auch nicht gerade schlecht. Ach, egal. Over und Braut. Ich meine, out, out. Meine Augen! Und ab nach unten wieder die Treppe runter. Oh, sieh dir an, wie riesengroß die fette Hakennase ist. Und irgendwo hier ist der Schatz. Ich finde, wir sollten umkehren. Blödsinn. Ein richtiger Schatzsucher gibt niemals auf.
Norman? Hier lang, hier lang, hier lang. Wo steckst du? Ich kann dich nicht sehen. Oh-oh. Norman? James? Picknick ist fertig. Sie sind weg, im Nebel verschwunden. Oh, mein Norman. Keine Sorge, Dillis. Die können ja nicht weit sein. Ich werde sie holen. Kommen, Sam. Kommen, Ben. Eine dichte Nebelbank nähert sich von Westen. Over. Verstanden. Eine gute Gelegenheit, um das Nebelhorn zu testen. Meine Ohren! Ich weiß. Wieder runter. Klar. Das Nebelhorn ist jedenfalls intakt. Das ist Ponty Panty Pete's Geisterschiff. Bitte tut mir nichts. Das ist der Geist von Ponty Panty Pete. Und er will seinen Schatz beschützen. Weg hier. Oh, oh. Oh, nein. So, gebt nun acht, Leute. Das sage ich, Daniel Steele. Aus. Das hast du nicht zu sagen, Norman Price. Ich bin hier der Regisseur. Mein Text sollte viel länger sein. Sag ihn noch mal ganz von vorne und halt dich gefälligst an den Text, Norman Price. So, Leute, Ruhe bitte und bitte. Hilfe! Da wütet ein flammendes Inferno in der alten Kohlenlagerhalle. Lauft so schnell ihr könnt. Sagt euren Liebsten, lebt wohl. Sagt meiner Mom, ich liebe sie. Raus. Was? Norman Price, das steht nicht im Text. Das steht da, ich hab's so eingetragen. Du machst hier ja meine ganze Kindheit zum Gespött. So, nochmal und an den Text halten. Und bitte. Keine Angst, Norman Man ist hier. Raus. Wieso? Früher, vor vielen, vielen Jahren nun. Das soll heißen, vor irre langer Zeit schon. Wird's endlich, Price? Es wird. Lange vor der Zeit all der schicken Feuerwehrautos und der machtvollen Hubschrauber war der Feuerwehrleute bester Freund, ihr treuer Löscheimer. Weiter, reicht den Eimer immer weiter. Weiter, löscht ihn schnell den Brand. Halt! Ich stehe ja gar nicht mehr im Rampenlicht. Halt ihn gerade schnell von Hand zu Hand. Hey! Weiter, reicht den Eimer immer weiter. Weiter, löscht ihn schnell den Brand. Voll, füll den Eimer auf mit Wasser. Halt ihn fest und halt ihn gerade schnell von Hand zu Hand. James, ich sagte, richte den Scheinwerfer auf mich. Ständig und immer. Hauptfeuerwehrmann-Stil sagte, ich soll dahin leuchten, wo gerade gesungen wird. Wen interessiert das denn? Er ist ja nur der Regisseur. Ich bin der Star. Halt ihn dahin und lass ihn da. Der Held, Daniel Steele. Nicht Norman. Da, das ist mein Teil von der Bühne, also lass ihn da. Das ist nur deine Schuld, Norman. Da hast du's. Das geht überhaupt nicht. Ich bin doch der Star! Feuer? Seid vorsichtig, es brennt! Oh, welch dramatische Wendung. Das hätte ich nicht erwartet. Nein, das ist kein Effekt in der Show. Das ist... Jetzt hört mal alle zu, bitte. Alle verlassen bitte dieses Theater. Ganz ruhig. Der Bergsteiger-Erlebnispark brennt lichterloh und meine Show ist ruiniert. So, die heutigen Aufgaben sind... Entschuldigen Sie, Sir. Wie ich gerade... Oh nein, was stinkt denn hier so unfassbar? Meinen Sie mich? Oder mich? Oh, total verfault. Oh, Sam,
Das bist du! Du riechst immer noch wie die Abwasserkanalkatze. Anscheinend hat das Abspritzen mit Wasser nicht gereicht. Tja, Madame Collier, an dem Abend hatte nur ein Mensch Zugang zu dem Diamanten und das war Konsul Ketchup. Wer? Was? Was hat er gesagt? Hör doch zu, Norman. Genau das versuche ich. Aber ich glaube, das ist ein schwerer Irrtum. Denn ich denke, es war ganz klar Lady Moonlight. Ich gebe auf. Das ist nicht nur die stinkendste Stinkkatze aller Zeiten. Sie ist auch noch die lauteste dazu. Ich muss jetzt geschickt zugehen, denn schon der kleinste Fehler könnte bedeuten, dass ich den Täter warte. Also zuerst mal eine passende Tarnung besorgen. Von hier aus kann ich alles genauestens beobachten und werde bald wissen, wer wirklich der Täter war. Und fertig. Gewaschen und frisch wie eine Frühlings... oder etwa nicht? Keine Sorge, Sam. Ich kenne einen Spezialtrick, um stinkige Sachen zu waschen. Aber ich schätze, ich brauche meine Atemschutzmaske für diesen Stinker. Oh, was war das? Wie konnte die Katze aus dem Korb raus? Norman, hast du sie rausgelassen? Jetzt stinkt sie uns das ganze Haus voll. Hör auf. Er sagt gleich den Namen von dem Dieb des Puschel-Pascha-Diamanten. Damit ist der Fall klar. Der wahre Dieb ist in Wirklichkeit... Nein! Er wollte doch gerade sagen, wer der Täter war. Niemand guckt sich hier das Ende des Films an, bis diese Katze wieder in ihrem Korb ist. Gern. Schon erledigt. Wenn ich dann erfahre, wer der Täter war... Vorsicht, Norman! Hey, pass doch auf, wo du hinstinkst, ja? Au. 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 Diese Katze ist wirklich eine echte Nervensäge. Norman, bist du verletzt? Nichts passiert. Aber wo ist diese Katze jetzt wohl? Nicht, Norman. Verschreck sie nicht. Mist! Ich kann sie nicht fangen! Ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme! Ich hol mein Dad! Hier ist zu. Wir sind gefangen. Schnell! Tut doch irgendwas! Ich rufe Feuerwehrmann Sam an! Seht ihr? Da ist etwas! Du knippst da eine Plastikflasche! Als hättest du gerade das Monster aufgenommen. Im Moment noch nicht. Doch wenn ich das tue, dann sehen wir das immerhin auf Video und nicht nur auf so langweiligen Fotos. Keine Sorge, Sarah. Denn das Monster wird garantiert nie von jemandem wie Norman gefilmt werden. Da! Gleich wird Norman das Pontypandiness-Monster filmen. Hä? Oh, ich kann es gar nicht erwarten. Es kommt direkt auf mich zu. Mit dem Film werde ich ein weltberühmter Monsterjäger. Hallo, Norman. Ja, aber du bist doch nicht das Pontypandiness-Monster, Joe. Echt klasse, Norman. Du weltberühmter Monsterjäger, du. Hast du da unten das Pontypandiness-Monster gesehen, Joe? Nein, leider noch nicht, Sarah, aber ich werde weitersuchen nach dem Essen. Komm mit, Sarah. Wir gehen an die andere Seite des Sees. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Monster am besten erwische. Tja, und diese Stelle ist nicht an der anderen Seite des Sees. Die Monster sind... Also wirklich, diese Feuerpatsche war ja viel länger als Penny im Bild zu sehen. Die Kamera liebt meine Feuerpatsche einfach. Ja, aber nicht so sehr wie Penny. Ist doch nicht wichtig, Ellie. Wir haben das Feuer gelöscht, das zählt. Nein, ganz im Gegenteil. Du solltest da auftauchen, Penny. Und doch nicht Elvis Feuerpatsche. Penny, was meinst du? Wollen wir nicht noch Jupiter waschen? Unbedingt. Eine ganz hervorragende Idee, Sam. Links. 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 Nicht runter. Links. Das ist... ja, Mandy, was ist denn? Norman, du klaust dir da einfach Joes U-Boot. Das ist unfair. Oh, lass mich in Ruhe, Mandy. In Wirklichkeit bist du nur sauer, dass ich jetzt gleich das Monster sehen werde und du nicht. Halt! Was war das? Ich wette, das Monster ist gerade vorbeigeschwommen. Norman Price!
Du wirst jetzt sofort das U-Boot zurückbringen. Entschuldige, ich kann nicht weiter telefonieren, Mandy. Ich bin gerade in wichtiger Monsterjäger-Mission unterwegs. Und so ein U-Boot zu lenken ist schwieriger, als es aussieht. Oh nein, nach links. Nein, stopp. Ach, zurück. Oh. Mandy, rufst du bitte schnell Feuerwehrmann Sam? Es gibt gerade so U-Boot-Probleme. Du hast es kaputt gemacht, nicht wahr, Norman? Ein kleines bisschen, ja. Und es läuft Wasser hier rein. Oh weh, die Zombies kommen immer näher. Bohrmaschine. Rein! Lass mich rein! Was ist denn, Norman? Ich will gerade einen gruseligen Zombie-Film gucken. Weißt du, was echt gruselig ist, Mandy? James und Hannah haben sich beide in Zombies verwandelt. Sie sind Pondys. Ach komm schon, Norman. Jeder weiß doch, dass es keine Zombies gibt. Wirklich? Oh. Schnell, Norman! Komm rein! Pondys! Türen und Fenster verbarrikadieren! Schnell! Oben ist es sicherer! Wir sind gerettet! Mandy? Du bist ein Pondy! So ein Blödsinn, Norman! Ich fürchte nur, ich werde gerade krank! Das sind die ersten Anzeichen für die Verwandlung zum Pondy! Norman! Was soll ich jetzt tun? Was mache ich bloß? Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Oh nein. Wo ist das Telefon? Oh, da komme ich nicht ran. Ah! Also da werde ich nicht rausklettern. Ich signalisiere, dass ich Hilfe brauche. Das bringt's. Eine Leuchtrakete. Nicht gut. Oh nein! Ich hatte gerade einen echten Albtraum. Norman Price hat eine Signalrakete in den Wäschekorb geworfen und dann brannte mein Haus. Das war gar kein Traum, nicht wahr? Norman Price hat durch eine Signalrakete das Haus der Flats in Brand gesetzt. Norman Price hat durch eine Signalrakete das Haus der Flats in Brand gesetzt. Elvis und Ellie, ihr bekämpft das Feuer von draußen. Penny und ich retten die Leute, die noch im Haus sind. Ja, Sam! Die Tür ist blockiert. Alle dahinter in Deckung! Großartig, Norman. Jetzt werde ich diese Jacke niemals wieder waschen. Du wäschst deine Sachen doch sowieso nie, Norman. Feuerwehrmann Sam! Das Feuer scheint sich sehr schnell auszubreiten, Sam. Ellie, du übernimmst die Steuerung an Jupiter. Komm mit, Penny. Wir beide löschen das Feuer. Ja.
dass ich so unvorsichtig gewesen bin, Onkel Sam. Schon in Ordnung, James. Aber du solltest nie weggehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und uns tut das auch wirklich sehr leid, Sam. Wir wollten ja beide nur Ellie helfen. Naja, ich bin sicher, dass ihr jetzt alle wisst, wie gefährlich Gasflaschen sind. Und am besten solltet ihr Erwachsene damit hantieren lassen. Hallo allerseits. Und wie war euer Tag? Ehrlich gesagt, Trevor, es war nicht das beste junge Rettertraining aller Zeiten, aber ich bin sehr stolz auf Norman. Ach, also damit hätte ich nicht gerechnet. Auf mich? Du bist stolz auf mich? Keine Sorge, Ellie. Trevor wird dich aufmuntern und zwar garantiert. Ich habe euch ein junge Retterlied gedichtet. Wir lernen voll Mut und Stärke zu sein. Wir helfen jedem, ob groß, ob klein, oh ja. Die jungen Retter sind wir. Kühler Kopf, Besonnenheit und das stets zu jeder Zeit, oh ja, die jungen Retter sind wir. Uhu. Oh ja, die jungen Retter sind wir. Ja! 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 Das war ja ganz fantastisch, Trevor. Sam, Sam, wir haben den Windsack jetzt angebracht. Oh, sehr gut, auch wenn es ein wenig länger gedauert hat, als ich dachte. Das ist der Windsack, nicht wahr? Ja, Sam, das ist er. Wir lernen voll Mut und Stärke zu sein. Wo soll ich die Kürbislaterne hinstellen, Mom? Auf den Tisch am Fenster. Ah, sieh doch nur mal, Norman. Mom hat das Gesicht ausgeschnitzt. Norman? Ich bin der Geist von Pontypandy. Ich wusste, dass du's bist. Stimmt ja gar nicht. Der Geist ist da hinter dem Vorhang. Siehst du nicht, wie er sich bewegt? Das bist du mit deiner Angelschnur. So gewinnst du den Spukwettbewerb nie, Norman. Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Was Besseres? Na, die werden sich noch schön wundern. Alles in Ordnung, Sir? Nur ein kleiner Frosch im Hals, das ist alles. Wow, das Lagerfeuer wird richtig groß, Dad. Sorgt dafür, dass die Kinder nicht so nah rangehen. Nachher passiert noch was. Hey, das sind James und Sarah. Hallo. Hallo, Mandy. Gehen wir Norman suchen. Aber passt auf, er wird versuchen, euch zu erschrecken. Wir veranstalten einen Spukwettbewerb und ich lieg vorn. Ha. Also mich erschreckt Norman nicht. Mich auch nicht. Ich bin nicht so leicht zu erschrecken. Ich bin der Geist von Pontypandy. Hallo, Norman. Ach, ihr seid gemein. Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden. Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei. Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an. Oh, na endlich. Also das ist wirklich gruselig. So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman. Ha. Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden. Hurra! Ich werde den Kürbis in einen Geist verwandeln. Perfekt. Eure Süßes, sonst gibt's saures Masken bereit. Ich bin eine Gruselhexe. Wir sind Gruseldrachen. Wirklich toll. Ihr seid ja alle besonders gruselig. Wollen wir sehen, ob wir uns ein paar Süßigkeiten ergruseln? Ja! Ja! Pass auf, Derry. Du wartest hier. Welche Maske soll ich zuerst aufsetzen? Ah. Süßes, sonst gibt's Saures. Oh, hallo, du kleiner Vampir. Mein erster Besucher. Das verdient ein paar Süßigkeiten.
Hier, bitteschön. Gut Grusel. Gruseligen Dank. Siehst du, sonst gibt's Saures. Oh, ein schauriges Monster. Oh, heute sind aber viele Monster unterwegs. Oh, das ist alles, was noch da ist. Ja, siehst du die ganzen Süßigkeiten hier? Tja, und was soll ich jetzt tun, Norman? Schieben! Oh, ja. Ach du dicker Apfel. Tja, sieht ganz so aus, als könnte ich meinen Apfelfischrekord dieses Jahr nicht wiederholen, was? Es sei denn, Elvis fischt endlich mal ein. Ich hoffe, die Süßigkeitenjäger haben mehr Glück als er. Los, anschieben, Derek. Nun mach schon. Das war ja komisch. Alle Süßigkeiten weg. Die Halloween-Nacht hat doch gerade erst angefangen. Wie sollen wir denn Süßes, sonst gibt Saures spielen, wenn keine Süßigkeiten da sind? Irgendwo müssen ja welche sein. Dillis, wir haben ein kleines Problem. In deinem Laden liegen nicht zufällig noch Süßigkeiten herum? 3 große Pappkartons? Yeah! Ist ja wundervoll, Dillis. Wir kommen sie gleich holen. Enzo ist so weit weg aus dem Weltall. Ach ja, und von wo genau stammt er? Planet, Pentipont. Oh, toll. Kennt ihr da auch leckere Biskuit-Torten auf dem Planeten? Natürlich nicht, weil das ja alles gar nicht existiert, Blödi. Du willst mir nicht glauben, was? Dann trifft dich jetzt der Strahl von Nomexus kosmischen Kältestrahler. Da vorne steht ja gar kein Lokführer. Wo ist Gareth? Und es brennt auch noch. Oh. Ein Glück, Onkel Sam ist da. Jetzt wird alles wieder gut. Kein Grund zur Panik, wir helfen euch. Geht alle zum Ende des Zuges und verhaltet euch ruhig. Vorsicht, Sam! Ich steig auf deiner Seite aus, Sam. Penny, Zeit für Plan B. Verstanden, Sam. Schneller, Ben! Vorsicht, Eisschollen! Sam, Titan kommt nicht weiter! Verstanden, Penny. Tom, bist du da? Wir brauchen dringend Wallaby 1. Bin schon unterwegs. Ich mag keine Züge ohne Lokführer, die dazu auch noch brennen. Tu doch endlich was, Nomexo. Na klar, Nomexo ruft jetzt schnell seine Alien-Kumpel an, die ganz schnell herfliegen und uns retten. Und zwar mit diesem interstellaren Kommunikationsgerät. Das ist dein Schuh, Norman. Norman, lass jetzt deine albernen... Ich telefoniere. Flieg genau über den Zug, Tom. Machen wir, Sam. Nomexo, sieh mal! Dein interstellarer Anruf hat funktioniert! Das ist ein UFO! Wie? Was? Ein UFO? Oh, die Aliens kommen! Norman? Ich versteck mich vor den Aliens! Tut mir leid, Sam. Es geht nicht länger. Wir müssen zurück in die Einsatzzentrale, bis der Sturm vorbei ist. Dieses Schneetreiben ist zu dicht. Das ist es. Schnee. Lass mich hier rausspringen, Tom. Mhm. Es riecht verbrannt, findet ihr nicht auch? Mein Haus! Meine Fledermaus! Wie
wunderschön friedlich es hier draußen ist. Im Café brennt es! Halt! Wir rufen Feuerwehrmann Sam! Bip, bip, bip! Bip, bip, bip! Ich scanne die Situation! Die Küche ist sicher! Hauptfeuerwehrmann Steele hat wohl endlich aufgegeben, unsere Zuckeräpfel zu stehlen. Naja, er steht da hinten, Elvis. Oh. Oh! Oh! Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café. Es brennt auf einer Kinderparty im Kabeljau-Café! Die Kinder sind da drin gefangen. Elvis, hol du den Schlauch, ich hole unser Brecheisen. Feuerwehrmann Sam, Luftvorrat 100%. Bereit, Feuerwehrmann Elvis. Creepy, bereit, Sam. Luftvorrat 100%. Bleibt, wo ihr seid, Kinder! Und jetzt einer nach dem anderen. Nehmt meine Hand und bleibt unten. So ist gut, Mandy. Komm zu mir. Wo sind Sarah und James? Ja! Oh. Alle Kinder sind in Sicherheit, Sir. Aber es sollten alle Abstand halten, bis wir das Feuer unter Kontrolle haben. Geht alle zurück! Hier bitte mal die CD, Elvis. Hallo allerseits. Machst du hier gerade Computerwartung? Ja, ich installiere mal neue Software für unser Bergrettungszentrum. Die hat total obercoole Funktionen, wie ein Feueralarm in Digital Surround-Qualität. Klasse, Tom. Schön, dass sich hier jemand technisch wirklich gut auskennt. Ja, heute Morgen wollte ich versuchen, im Fotokopierer einen lecker Toast zu machen. Gut, ich muss jetzt weiter zur Geburtstagsfeier meiner Nichte. Oh, ich darf doch nicht die CD für die Partyspiele hier liegen lassen. Oh, schade, dass ich nicht auch eingeladen worden bin zu der Party. Ich liebe Geburtstage und Spiele. Schwupp. Und Toast liebe ich auch. Bitte alle einsteigen in den zauberhaften Magie-Express. Seht ihr das denn nicht? Da fliegt ein unheimlicher Geist hinter dem Zug her. Was gibt's denn da wohl zu lachen? Das mit den schwebenden Gurken war auch so ungeheuer magisch. Als würde deine Mom da langflattern, die als Kopf einen Ballon hat. Ja, richtig peinlich. Ist es nicht, weil es ein unheimlicher Geist ist. Oh nein! Ich ruf lieber Feuerwehrmann Sam. Installation beenden und fertig. Und jetzt testen wir den neuen Feueralarm. Oh, was ist das für ein schlimmer Kerl? Oh nein. Sieht so aus, als hätte Tom die falsche CD dagelassen. Das hier ist doch niemals die neue Software für das Bergrettungszentrum. Das ist Dance, Dance Party Knüller. Oh, Rufi, das ist supi! Ein unheimlicher Geist hat Norman Price aus dem Zugfenster gezogen. Er hängt jetzt in einem Baum in den Bergen. Tja, das ist Pontypandy. Stimmt. Bitte schnell, ich will hier ganz runter. Ganz ruhig bleiben, Norman, das haben wir gleich. Ich hab dich.
Nur du kannst Drachen steigen lassen so verwandeln, dass daraus ein Extremsport wird. Ach, von wegen Drachen steigen lassen, das soll alles für meinen spektakulären und äußerst magischen Film sein. Gut, aber sei vorsichtig, denn es ist gar nicht magisch, wenn man in Gefahr gerät. Oder sich diesen Morgenmantel anschaut. Danke. Und wir werden rudern, was, Granny? In Ordnung. Sind wir jetzt vollzählig? Mehr würden hier nicht reingehen. Und nun auf zur freien Sicht. Die Strömung der Gezeiten ist hier stark. Und wie, Granny? Sehr stark. Oh, dort! Ein mysteriöser Geheimtreffpunkt. Das ist eine kleine Strandhütte, Norman. Ach ja? Eine Strandhütte, vor der ein Laptop steht? Nicht. Und auf dem Screen ist zufällig der Mond zu sehen? Nicht. Also, ich habe das wirklich noch nie gesagt, aber ich glaube, Rätselagent Price könnte recht haben. Oh. Und vielleicht bist du hier wirklich auf etwas gestoßen, Norman. Ich hab's dir gesagt. Und dir hab ich's auch gesagt. Die senden von hier Signale an die Mondmenschen. Das tun sie nicht. Nein, und ich weiß jetzt, was das ist. Was haben Sie denn? Sei vorsichtig, Granny. Na, ich weiß ja nicht, Mondmenschen. Im Moment sehe ich hier nur sehr viele Menschen in einem sehr kleinen Boot. Und der Sumpf der Ebbe ist zu stark. Ja. Vorsichtig, das Teleskop! Passen Sie auf! Oh, Verzeihung, Professor Pingelig. Und bitte nennen Sie mich nicht mehr Professor Pingelig. Entschuldigen Sie, ich meinte Professor Pingelig. Mit seinem Namen sollte man pingelig sein. Oh nein! Das Boot ist gekentert. Wir müssen schnell Feuerwehrmanns... Oh, der ist ja schon hier. Das reicht aber nicht. Ruf die Feuerwache an, Hannah. Ich fahr schon raus, aber das schaffe ich nicht allein. Und das ist, Eine mysteriöse Gruppe ist mit ihrem kleinen Boot gekentert während eines Kontaktversuches zu Mondmenschen. Eine mysteriöse Gruppe ist mit ihrem kleinen Boot gekentert während eines Kontaktversuches zu Mondmenschen. Bin schon unterwegs ins Seenotrettungszentrum. Ich denke, ich brauche langsam Urlaub. Hängen in einem Baum fest, in ihrem Auto, über der Schlucht im Wald. Komm mit, Elvis. Da werde ich deine Hilfe brauchen. Junge Retter, wir gehen zurück ins Zentrum. Was? Ich glaub's einfach nicht. Klar, dass Norman Price uns jetzt den Hubschrauberflug ruiniert. Hier ist alles klar, Tom. Wie weit noch? Over. Die Schlucht liegt vor uns. Over. Das Auto kippt eventuell. Ich werde es zunächst sichern. Und dann holen wir beide, Dillis und Norman, da raus. Sam, Elvis, ich lasse euch jetzt runter. Alles gesichert. Norman und Dennis, wir kommen jetzt und holen euch. Schon da. Und nun müsst ihr da drin absolut stillhalten bei dem Öffnen der Türen. Mhm. Bereit, Elvis? 1, 2, 3. So,
Wir lehnen uns jetzt hinein in das Fahrzeug und machen den Rettungsgurt an euch fest. Können wir? Oh, bitte. Das war's. Ganz ruhig. Alles frei. Zieh uns jetzt rauf. Ellie, wir werden hier gleich Phoenix für die Bergung von Dilles Wagen brauchen. Over. Sam hat schon durchgesagt, du hast den Notfall gemeldet und während der Rettung gar keine Panik bekommen, Norman. Und das verdient eindeutig einen Junge-Retterstern. Nein, ein Stern nicht zu fassen. Guck doch mal, glänzt der nicht toll, der Stern? Und den Flug mit Wallaby 2 habe ich auch gekriegt. Das ist alles meine Schuld. Normans Ausflug hatte ich ganz vergessen. Und dann bin ich viel zu schnell gefahren. Mandy und ein Reitpferd sind in den Pontypandy-Bergen in einen Flussgraben gefallen. Mandy und ein Reitpferd sind in den Pontypandy-Bergen in einen Flussgraben gefallen. Sei vorsichtig, Penny. Der Boden hier ist sehr unsicher. Mandy, seid ihr verletzt? Können wir? Die Trage ist gesichert. Na dann los. Wie geht's dem Pferd? Es hatte schreckliche Angst, doch ich habe es gestreichelt und ich habe ihm gut zugeredet. Genau, gut gemacht, Mandy. Das Tier ist ganz ruhig. Trotzdem werde ich's mal untersuchen. So, Mandy, gleich bist du oben. Aber damit das auch sicher klappt, musst du dich auf die Trage legen. Leg dich in die Mitte. Und so kannst du auch nicht rausfallen. Los, Penny. Ach, dem Pferd ist nichts passiert. Lass den Kran von Phoenix runter. Das Geräusch erschreckt das Tier. Nicht weiter. Ja, ganz ruhig. Sam, ich beruhige das Pferd hier, damit du es einspannen kannst. Aber ohne jede Hektik, hörst du? Mhm. Ja, ganz ruhig. Halt schön still, nicht bewegen. Ja, sehr gut. Danke, Lizzie. Wer möchte denn noch mehr Bohnen? Na, Mister? Ich denke, mir reicht's. Hey, wen sehe ich denn nun? Da sind ja alle Cowboys und Cowgirls wieder beisammen. Und Gäste haben wir auch noch. Kommt alle ans Lagerfeuer. Weißt du, ich hatte eigentlich gar keinen Reitunterricht. Tut mir leid, ich hätte nicht lügen sollen. Mandy, das war keine gute Idee. Wer nicht reiten kann, sollte sich nicht auf ein Pferd setzen. Aber vielleicht sollte ich jetzt reiten lernen. Irgendwie kann ich Pferde doch ganz gut leiden. Bevor uns erwischen und damit die besten Jäger von Pontypandy werden? Das auch nicht. Aber vielleicht braucht Ben Neptun. Er hat doch noch Titan. Und obendrein sind wir wieder hier, bevor er mit Essen fertig ist. Die Steuerung scheint genauso zu funktionieren wie die auf Dads Boot. Und jetzt auf Warp-Antrieb schalten, Ingenieurin Sarah. Mir gefällt Warp-Antrieb aber überhaupt nicht. Ach, du hättest Hauptfeuerwehrmann-Stil nicht auslachen sollen, Elvis. Jetzt hat der Dolly richtig gut versteckt. Kalt, kalt, es friert. Jetzt haben wir alles abgesucht. Ich habe eine Idee. Hä? Kennt ihr die Grundregel bei Suchaktionen? Je höher du stehst, desto weiter kannst du sehen. Bingo! So kalt! So kalt! Du musst dir mal Jupiters Dach ansehen, Elvis. Oh.
Wie? Was? Es wird warm. Warm, heiß, heiß. Gefunden! Da lang! Es wird jetzt ganz schön holprig, Sarah. Vielleicht solltest du ein bisschen langsamer fahren. Wenn du langsamer wirst, Sarah, dann werden die gewinnen. Jetzt links. Ich mein Steuerbord. Nein, Backbord. Oh, sieh nur. Die Kinder fahren mit Neptun. Hallo, Kinder. Also, das darf ja nicht wahr sein. Die Kinder fahren mit Neptun? Mit Vollgas auch noch. Ich denke, wir rufen lieber schnell Feuerwehrmann Sam. Norman, Mandy, James und Sarah fahren mit Vollgas in Neptun auf hohe See hinaus. Auf der Suche nach Alien-Insekten. Norman, Mandy, James und Sarah fahren mit Vollgas in Neptun auf hohe See hinaus. Auf der Suche nach Alien-Insekten. Ich vermisse die Zeiten, als nichts weiter los war, als Katzen aus Bäumen zu retten. Schon wieder kein Empfang. Damit schlagen wir Charlie und Mike. Und jetzt bring uns wieder an Land. Ich weiß nicht so ganz genau, wo das ist. Ich verstehe dieses Navigationssystem hier nicht. Na, da geht's lang. Ich denke, das ist richtig. Das sagt der Captain. Los, hierher, Crittenden! Oh, es reicht nicht, Sir. Der Schlauch ist viel zu kurz. Gut, uns bleibt jetzt nur noch eines. Dann tun wir es wie in alten Zeiten. Jeder sucht sich einen Eimer. Wir bilden eine Löschkette vom See. Hey, pass doch auf. Halt. Vorsicht, was soll denn ich das? Ich sehe nichts. Also, Team, wir müssen sicher gehen, dass alle Leute weg sind. Verstanden, Sam. Tom? Im Bergsteiger-Erlebnispark hat sich ein Feuer entwickelt. Wir brauchen den Hubschrauber. Verstanden, Sam. Feuerwehrmann Sam, Sauerstoff 100%. Feuerwehrfrau. Hilfe! Hilfe! Das ist James. James, Norman, ihr müsst jetzt ganz ruhig bleiben und mir folgen. Ich führe euch hier raus. Ist gut, Feuerwehrmann Sam. Alles frei, Sam. Alles frei, Sam. Alles frei, Tom. Verstanden, Sam. Alle bereit? Wir bilden eine Eimerkette. Genau wie vorhin in der Show. Weiter, 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 reicht den Eimer immer weiter. Weiter, 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 löscht ihn schnell den Brand. Voll, 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 füll den Eimer auf mit Wasser. Halt ihn fest und halt ihn gerade schnell von Hand zu Hand. Mein Vater wäre sehr stolz auf uns. Das Feuer ist gelöscht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht schlecht. Also, das war ja eine Katastrophe. Was wird denn jetzt aus meiner großen Nummer? Norman Price, dieses Feuer wurde von dir verursacht, als du James dazwischen gefunkt hast. Er wusste ja nicht mal, dass das Licht auf den Star gerichtet gehört. Der Star einer Aufführung legt gewöhnlich im Theater kein Feuer, Norman. Aber... Oh, es tut mir leid, Feuerwehrmann Sam. Ich schätze, ich sollte das Showbusiness eine Weile ruhen lassen. Das ist bestimmt eine gute Idee, Norman. Sam, ich hatte eine ausgezeichnete Idee für die Produktion des nächsten Jahres. Oh nein, ich meine, welche denn, Sir? Das große Theaterfeuer von Pontypendi. Und du spielst einfach dich. Gute Idee, Sir, denn am Ende löscht Sam immer irgendein Feuer, egal welche Rolle er spielt.
Wir machen ja vielleicht eines Tages eine Show, in der es nicht brennt. Wozu sollten wir denn ein neues Rätsel brauchen, Norman? Ich denke, wir sollten zuerst mal das Rätsel der Klippen endgültig lösen. Völlig richtig, Hannah. Los, komm, das lösen wir. Was? Es ist schon dunkel. Mysteriöse Rätsel muss man in der Dunkelheit lösen. Dazu sind unsere Taschenlampen da. Und ganz ehrlich, was könnte da bitte schön schiefgehen? Hilfe! Ganz ruhig, Norman. Ich bin ja gleich da. Ich will's versuchen, Feuerwehrmann Sam. Wo ist dein Rollstuhl, Hannah? Der liegt da unten, da am Strand. Gut, dann müssen wir da wohl auch noch hin. Ist der Peilsender auch justiert, Gareth? Zuerst muss ich was essen. Stärkung geht vor. Da bin ich sehr pingelig. Professor Pingeli? Ich meine Professor Pickles. Irgendwie finde ich meine Koordinatendaten hier nicht. Ich hab meine. Darf ich vielleicht daran erinnern, dass wir eine Geheimgesellschaft sind? Wir können nicht andauernd Sachen verlieren. Ich empfehle dafür einen Aktenordner. Ich stelle auf das Andromeda-System scharf. Unser Blick geht ins All hinein. Sollten das wirklich die korrekten Daten sein, Professor, dann sehen wir lediglich eine Wolke. Weiter draußen auf See ist die Luft sicher klarer. Ja, natürlich. Wenn wir nur ein paar Kilometer hinauskämen, könnten wir den Blick völlig ungehindert auf unser Ziel richten. Aber wie wollen wir das machen? Eins von denen müsste dafür reichen. Perfekt. Die Ausrüstung in das Boot. Heute Nacht hält uns nichts mehr auf. Und hoch, Penny. Danke, Feuerwehrmann Sam. Entschuldigen muss ich mich aber auch. Ihr zwei müsstet doch wissen, wie gefährlich es bei den Klippen ist, besonders im Dunkeln. So dunkel war's doch gar nicht. Es ist trotzdem ein sehr gefährlicher Ort, Norman. Was wolltet ihr eigentlich hier? Ich denke, am besten sagen wir ihm, wer wir sind. Mach du das ruhig, Norman. Wir sind die Rätsellöser. Man kennt uns auch als Rätselagent Price und Agentin Sparks. Wir lüften jedes noch so mysteriöse Geheimnis in Pontypandy. Wir glauben, dass eine mysteriöse Gruppe den Kontakt zu Außerirdischen sucht. Und sie organisieren die Invasion der Mondmenschen. Verstehe. Wir sind ihnen hierher gefolgt, aber dann ging Norman ein bisschen zu dicht an die Klippen. Wieso ist es denn immer meine Schuld? Weil es meistens deine ist. Sam, ich weiß ja, du glaubst uns das nicht. Aber sieh dir das an. Was sagst du dazu? Das ist merkwürdig. Kommst du jetzt drauf, Sam? Nein, Penny. Fahr ohne mich zur Wache. Ich begleite die Kinder lieber nach Hause. Und mach ein bisschen mit bei ihrer Untersuchung. Ja! Sam, leider ist da ein bisschen was schiefgegangen bei dieser Anzugreinigung. Aber dafür riecht er jetzt wieder wie neu. Danke, Elvis, aber ich denke... Ein Feuer im Haus der Flats. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Ein Feuer im Haus der Flats. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Wieder. Feuerwehrmann Sam, Feuerwehrfrau. Norman, Mandy, Hannah, wir kommen jetzt. Ihr müsst bitte von der Eingangstür weggehen. Bereit, Penny? Bereit, Sam. Alle zurücktreten! Nehmt meine Hand. Haltet euch so dicht am Boden wie möglich und ich führe euch durch den Rauch aus dem Haus. Jetzt geradeaus durch die Tür und dann wartet ihr bei Jupiter. Jetzt du, Hannah. Los, Norman, schnell! Sam, die Katze ist ja noch da drin. Verstehe, Norman, ich suche sie. Na, da bist du ja. Wir rufen lieber Lizzie an. Sie soll die Katze untersuchen. Der Brand ist gelöscht, Sam. Ist der Stinkekatze auch wirklich nichts passiert? Der geht es gut.
Und viel besser ist noch, ich weiß jetzt, wem sie gehört. Frau Chen. Ich treffe sie gleich in der Praxis. Jetzt erfahren wir wohl nie den Namen des Diebs vom Puschel-Pascha-Diamanten. Oh, den weiß ich. Das war Konsul Ketchup. Nein, wartet. Oder war's Lady Lupenrein? Oh, bestimmt war's Professor Pudler. Alles klar. Ich schaue mir irgendwann mal das Ende an. Ich glaube, das könnte schwierig werden, Norman. Oh nein, das war die einzige Kopie. Jetzt will ich nie erfahren, wer der Täter war. Das spielt jetzt keine Rolle, Norman. Ihr wisst doch alle, dass Kinder keine Kerzen anzünden sollten. Tja, und wer gezündelt hat, wissen wir. Die sollten nur Erwachsene anzünden und das auch nur an einem sicheren Platz, außer Reichweite von Haustieren. Entschuldige. Es tut mir leid. Wirklich sehr leid. Ach, du stinkst. Stipendium sitzen einige Leute mitten auf dem See fest. Genau dort, wo das Monster sein Unwesen treibt. Mach das andere Ende von dem Seil an dem treibenden Steg fest. In Ordnung, Sam. Keine Sorge, Leute. Feuerwehrmann Sam zieht euch wieder ans Ufer zurück. Merkur hat anscheinend nicht genug Zugkraft. Das scheint zu verhindern, dass sich der Steg wegbewegen kann. Elvis, halt das hier fest. Ich werde darunter tauchen. Los, Penny. Da unten ist das Monster. Fertig, Sam. Yeah. Aber wo ist Penny? Wir brauchen wirklich keine Übungen für Teambildung. So perfekt, wie wir hier jeden Tag zusammenarbeiten. Wir sind super, du hast völlig recht. Schade, Mom. Jetzt habe ich leider das Monster überhaupt nicht gesehen. Bestimmt wird uns Sarah alles ganz genau beschreiben. Na ja, richtig gesehen hatte ich das Monster gar nicht. Ich hab ja nur so getan, als ob. Aber Sarah, du hast den Leuten ziemlich Angst gemacht und sie in große Gefahr gebracht. Ich weiß. Es tut mir sehr leid, Onkel Sam. Und ich werde nie wieder so Geschichten erzählen. Aber Sarah, wozu erfindest du denn solche Sachen? Na, ich wollte, dass ganz viele Leute mit deinem Zug fahren, Großvater. Mach dir mal keine Sorgen, Sarah. Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Berge hier sind. Und ich werde sicher bald mit dem Zug von Gareth wieder hierher kommen. Ja, ich auch. Und ich. Und wir. Tja, Gareth, da hast du jetzt wohl eine Menge zu tun, was? Komm schon noch, Mandy. Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht, Halloween. Der Geist von Pontypandy wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Oh. Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Der ganz in Weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los,
Wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Nein! Oh nein! Der Kürbis brennt da! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flood. Oh je! Ein Feuer im Haus der Flatz. Beeilt euch! Geht es um Mikes Halloween-Feuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloween-Party gehen. Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Kommen Sie bald? Ja, hoffentlich. Da kommt Sam. Geht es um das Lagerfeuer? Nein, das Wohnzimmer brennt. Setzen wir die Atemgeräte auf, Männer. Und jetzt Wassermarsch. Bitte, hoffentlich finde ich den Weg und nicht den Piratengeist. James? Hier. Bist du das? Dad, du musst mir helfen. Norman hat sich im Nebel verirrt und ich kann ihn nirgends mehr finden. Norman, bist du da? Lass uns schnell zurück zum Boot. Es wird Zeit, Feuerwehrmann Sam zu rufen. Norman Price hat sich verirrt im Nebel auf Pontypandy Island? Oh, hoppala! Oh, geschafft. Na endlich. Mein wunderbar warmer Becher Tee. Norman Price hat sich verirrt auf Pontypandy Island. Kommen, Penny. Wir haben einen Notfall. Fahr Neptun direkt in das Seenotrettungszentrum. Wir kommen mit Saturn. Over. Geht klar, over. Oh, danke. Sind unterwegs. Wir müssen uns beeilen, Penny. Klar, Sam. Haltet euch fest. Hilfe! Ich kann gar nichts sehen und das Wasser steigt jetzt immer höher. Hilfe! Oh nein! Das Wasser spült mich irgendwann weg. Die Sichtweite verringert sich. Hoffentlich sieht Saturn hier besser als wir. Was zu sehen? Komm schon, Saturn. Hier blinkt irgendetwas. Saturn hat Norman gefunden. Er ist am Badestrand. Festhalten! Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Hier vorne! Da ist er ja! Ich kann nicht noch näher ranfahren, Sam. Schnell! Ganz ruhig, Norman. Ich werde dich jetzt holen. Beeil dich, Feuerwehrmann Sam. Gleich habe ich dich. Schneller! Los, Derek, schnell rein da. Bitte? Siehst du? Und schon fahre ich.
Hey, das ist noch kein Farn, alter Schwindler. Hm? Klar ist es das. Oh, ein Schlüssel. Siehst du, geht alles. Ja, wir rollen und ich fahre ganz toll, siehst du nicht? Genau wie in dem Spiel. Na, du kannst hoffentlich wirklich so ein Feuerwehrauto fahren, Norman. Wieso? Weil wir langsam anfangen, nach vorne zu rollen. Was? Ah! Aber der Schlüssel, um ein echter Meister im Kampf gegen das Feuer zu werden, ist besondere Aufmerksamkeit. Man muss seine Augen immer und überall haben und seine Sinne stets beisammen. Wirklich jederzeit. Oh, Hilfe! Wie kriegt man bloß dieses Fenster auf? Strampel nicht so rum, du trittst noch auf das Gaspedal. Und was ist das? Oh, na, das, wo du gerade draufgetreten bist. Mein Norman hat sich ja schon so auf diesen Tag in der Feuerwache gefreut. Denn er würde gern Feuerwehrmann werden, wenn er groß ist. Och, denken Sie doch nur. Mein Norman, ein Feuerwehrmann. Da wäre ich so unendlich stolz. Oh, sehen Sie nur. Da kommt er schon und fährt einen Feuerwehrwagen. Oh, Norman fährt einen Feuerwehrwagen. Oh nein, ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam. So, und wer das alles beherrscht, der gehört dann zu den ganz großen Feuerwehrleuten. Trete zurück, Pfadfinder. Es scheint einen Notfall zu geben. Norman Price wurde gerade gesehen, wie er in Jupiter durch Pontypandy fährt. Wie bitte? Der war doch gerade eben noch hier. Ich bleibe hier und halte die Stellung mit dem Rest der Pfadfinder. Pass doch auf, du fährst auf die Kaimauer zu. Oh nein, wie blöd! Mein Strudel! Der Wagen wird immer schneller. Die landen gleich im Wasser. Ich versuche jetzt, sie zu bremsen. Fahr du vor, Penny, und blockier die Straße, damit kein anderer gefährdet wird. Verstanden, Sam. Achtung, Norman, nur keine Panik jetzt. Als erstes machst du den Motor aus. Wie soll ich das denn nur hinkriegen? Dreh einfach den Schlüssel zu dir hin. Nun mach schon, Sam. Und nun fest auf das Bremspedal treten. Welches von denen ist denn das? Das große Ding da, links unten. Und welches ist von mir aus links unten? Na, das, was nicht rechts unten von dir ist, Norman. Ich komm da einfach nicht ran. Ich erledige das. Norman, mein kleiner Feuerwehrmann. Mami ist ich. Ja, James? Wie viele richtige Feuer hast du schon gelöscht? Viele, James. Ich wette, sie hat nicht so viele Feuer gelöscht wie Onkel Sam. Ich muss ihn schnell anrufen. Sie ist so toll. So, und wer will jetzt bei der Übung Sicherheit beim Grillen helfen? Ich! Nein, oh, nirgendwo kriege ich hier ein gutes Netz. Wahrscheinlich habe ich Empfang, wenn ich worauf kletter. Sei vorsichtig, Arnold, es ist sehr windig. Das sehe ich, Elvis. Ich kann nicht sehen. Bestimmt wäre es besser, wenn du den Windsack zuerst unten am Mast festzurst und ihn wie eine Flagge raufziehst. Oh, Sam, das ist sehr clever. Brauchtest du die Leiter denn gar nicht, Arnold? Doch, eigentlich ja. Ja, James? Ja, nein, Ellie hat schon eine Menge Feuer gelöscht. Ich glaube, nein, höchstwahrscheinlich nicht so viele wie ich, aber auf jeden Fall sehr viele. Hallo? Hallo? Ich höre dich nicht, James. Onkel Sam! Oh nein, ich habe schon wieder kein Netz. Na, dann muss ich wohl noch höher raufklettern. Als erstes werden wir mal die Gasflasche an dieses Grillgerät anschließen. Und wir sollten dabei sehr vorsichtig sein. Ganz besonders, wenn Feuer in der Nähe ist. Ich will sie anschließen! Nein, ich will sie anschließen! Nicht das mal, es sind... Halt! Wo ist James? Ich glaube, er ist in die Richtung gegangen, weil er kein Netz hatte. Ah ja. Ihr wartet hier und ihr werdet bitte nichts anrühren. Ich komme gleich wieder. Ich werde schon alles vorbereiten für Ellie. Nein, ich mach das. Nein, ich mach das. Ja, aber Ellie hat gesagt, wir sollen nichts anfassen. Du machst doch auch nie, was man dir sagt. Lass mich das jetzt machen. Oh,
alle weg hier. Und zwar gegen die Windrichtung. Los! James? James? Ellie? Hier oben bin ich! Keine Angst, James. Schön ruhig bleiben. Ich hol dich da runter. Jetzt halt dich gut mit den Händen fest und streck deinen rechten Fuß nach unten. Sehr gut, James. Noch ein kleines bisschen weiter runter, dann komme ich da sehr gut ran. Toll gemacht, James. Ich werde dich auffangen und du lässt dich ganz locker runterfallen. Siehst du? Ich wollte Feuerwehrmann Sam anrufen, aber ist ja gar nicht nötig. Du bist ja schon hier. Wenn das so ist, rufen wir am besten jetzt Feuerwehrmann Sam. Komm endlich, James! Prinz wartet schon! Guck bloß nicht nach unten! Oh nein, ich kann... Yep, wissen wir, James. Du kannst Seilbrücken über Schluchten nicht leiden. Und doch hast du es geschafft. Siehst du? Jetzt fehl nur ich noch. Ich werde euch allen zeigen, wie das richtig geht. Los, Turbo Tom, zeig's ihnen! Was hat das Schaf davor? Welches Schaf? Es scheint das Seil durchzuknabbern. Nein, oh nein, 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 nein! Geh da weg, Schaf! Das ist keine gute Idee. Oh, knabber doch irgendwas anderes an! Nun mach schon, Tom! Du bist ein wilder Mann! Nein, nicht doch! Vorsicht! Das ging voll auf die Schulter. Klettern geht nicht mehr. Ich schätze, wir rufen besser Feuerwehrmann Sam. Hm? Also, ich kann wirklich nichts sehen von hier hinten. Ja, ich auch nicht. Ich schon. Mit meinem Blickfänger 2000. Und was siehst du jetzt? Sie scheinen immer noch nichts für den kleinen Prinzen gefunden zu haben. Oh. Allerdings konnte Dillis ihnen anscheinend ein Glas Gurken aus der Sonderangebotskiste verkaufen. Ja! Da freut sich Dillis sicher. Sie hat schon versucht, die aufzubrauchen, bevor sie abgelaufen sind. Oh, sie kommen raus. Tom Thomas sitzt in einer Schlucht fest und er hat eine Schulterverletzung. Tom Thomas sitzt in einer Schlucht fest und er hat eine Schulterverletzung. Verstanden, Sir. Allerdings, wenn Tom dort festsitzt, wer fliegt dann nur den Rettungshubschrauber? Ich kann einen Hubschrauber fliegen. Oh. Ich fliege jetzt so dicht ran, wie es geht. Da! Sam, leider ist da ein bisschen was schief gegangen bei dieser Anzugreinigung. Aber dafür riecht er jetzt wieder wie neu. Danke, Elvis, aber ich denke... Ein Feuer im Haus der Flats. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Ein Feuer im Haus der Flats. Mandy, Hannah und Norman sind noch im Gebäude. Norman, Mandy, Hannah, wir kommen jetzt. Ihr müsst bitte von der Eingangstür weggehen. Bereit, Penny? Bereit, Sam. Alle zurücktreten! Nehmt meine Hand. Haltet euch so dicht am Boden wie möglich und ich führe euch durch den Rauch aus dem Haus.
Jetzt geradeaus durch die Tür und dann wartet ihr bei Jupiter. Jetzt du, Hannah. Los, Norman, schnell! Sam, die Katze ist ja noch da drin. Verstehe, Norman. Ich suche sie. Na, da bist du ja. Wir rufen lieber Lizzie an. Sie soll die Katze untersuchen. Der Brand ist gelöscht, Sam. Ist der Stinkekatze auch wirklich nichts passiert? Der geht es gut. Und viel besser ist noch, ich weiß jetzt, wem sie gehört. Frau Chen. Ich treffe sie gleich in der Praxis. Jetzt erfahren wir wohl nie den Namen des Diebs vom Puschel-Pascha-Diamanten. Oh, den weiß ich. Das war Konsul Ketchup. Nein, wartet. Oder war's Lady Lupenrein? Oh, bestimmt was Professor Pudler. Alles klar. Ich schaue mir irgendwann mal das Ende an. Ich glaube, das könnte schwierig werden, Norman. Oh nein, das war die einzige Kopie. Jetzt will ich nie erfahren, wer der Täter war. Das spielt jetzt keine Rolle, Norman. Ihr wisst doch alle, dass Kinder keine Kerzen anzünden sollten. Tja, und wer gezündelt hat, wissen wir. Die sollten nur Erwachsene anzünden und das auch nur an einem sicheren Platz, außer Reichweite von Haustieren. Entschuldige. Es tut mir leid. Wirklich sehr leid. Ach, du stinkst. Dort! Land in Sicht! Aber das ist nicht der Hafen, Kai. Das ist der Leuchtturm. Und wir rasen direkt auf die Klippen zu. Nicht, Sarah. Abbiegen. Ich habe keine Kontrolle. Oh nein! James hängt an der Steuerbordseite. Wir müssen ihn ins Boot ziehen. Ja, aber wie? Hilfe! Ich sehe sie nirgendwo, Sam. Warte, wie lautet die Grundregel bei Suchaktionen noch? Je weiter du oben bist, desto weiter kannst du sehen. Weiter nach oben, Tom! Ich kann sie sehen. Sie sind beim Leuchtturm. James ist in Schwierigkeiten. Wir müssen uns beeilen. Halt dich daran fest, James. Ich komme da nicht dran. Da ist Wallaby 2. Leg den Gurt an, Sam. Keine Zeit. Onkel Sam. Ich hab dich, James. Ich werde jetzt übernehmen, Sarah. Und ihr drei festhalten. Zieh uns rauf, Tom. Alles klar bei dir, Penny? Ja, alles klar, Sam. Ich bringe die drei jetzt in den Hafen zurück. Könnte mich mal jemand raufbeamen, bitte? Norman, du wirst jetzt ganz genau zuhören. Da fahrt ihr in einem Boot, das euch gar nicht gehört und sagt nicht mal jemandem Bescheid, wo ihr hinwollt. Ja, ich weiß. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Und Sarah, dir muss ich sagen, du kannst ja vielleicht die Steuerung bedienen, aber das heißt nicht, dass du zur See fahren kannst. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Ein bisschen Schuld habe ich aber auch. Ich hätte Neptun vor dem Essen am Seenotrettungszentrum sichern sollen. Sehr richtig, Ben. Du solltest versuchen, Gwendolins Zuckersprotten in Zukunft zu widerstehen. Aber wir haben sämtliche Alien-Insekten erwischt. Nur ich nicht. Das heißt hoffentlich, dass mit dieser wilden Insektenjagd endlich mal Schluss ist. Die Sicherheit hat auch beim Spielen stets Vorrang. Ihr solltet immer die Augen offen halten für die ganze Welt. Sie veröffentlichen ein neues Spiel. Alien Käferjagd 2. Die Legende vom Megakrabbler. Nicht gut. Da wartet eine neue Reise auf das Raumschiff Norman Price. In ferne Galaxien, die noch niemals ein Junge oder Mädchen zuvor gesehen hat. Laserboy wurde von einem Laserstrahl erwischt und danach hatte er seine Superkraft. Ich weiß, dass ich hier irgendwo einen Laser hab. Nein, auch nicht. Oh nein. Was war das denn eben?
Ich denke, ich weiß, was das gerade eben war. Ich wurde gerade von einem Laserstrahl getroffen. Und bestimmt habe ich jetzt schon eine echte Superkraft dadurch. Fragt sich nur, welche Kraft das ist. Norman Man wird nun versuchen, mit nur einem Sprung über dieses Haus hinwegzuspringen. Oh nein, da ist ja Norman. Das sollte reichen. Wie? Was hat er denn vor? Keine Ahnung. Wir tun so, als wäre nichts. Ah, ich habe gerade vor, über dieses Haus zu springen. Mit einem einzigen Sprung. Hat da gerade jemand was gesagt, Mandy? Ich habe nichts gehört, Sarah. Hier ist doch keiner. So ein Unsinn. Ich bin hier. Hallo? Ich bin's. Norman Man. Das gibt's ja nicht. Ich stand doch direkt vor Ihnen. Und Sie haben mich einfach nicht gesehen. Und das bedeutet... Ich bin unsichtbar. Das ist meine Superkraft. Ich bin der unsichtbare Norman Man. Und jetzt werde ich es den anderen zeigen, denn ich bin der allerbeste Superheld der ganzen Welt. Fehlt nur noch eine Katastrophe, vor der ich Pontypandy rette. Irgendwas richtig Schlimmes. So, Arnold. Ich denke, es ist Zeit für den ultimativen Test von unserem Feuerhund 2000, was? Nicht. Liegt es an der Brille oder sieht der Feuerhund 2000 wütend aus? Aufpassen, er ist wütend. Oh nein, oh nein, oh nein. Er reagiert nicht. Vorsicht, weg hier, nicht beißen. Toll, sieht aus, als wären die Straßen von Pontypandy sicher, Sam. Bestimmt schaffen wir diesen ganzen Monat ohne ein Feuer doch noch. Man weiß ja nie, Ellie, vielleicht klappt das wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nicht. Dort. Der Feuerhund 2000. Wer rettet die zwei bloß? Atomic Boy. Pass gut auf, James. Wow. Mandy kann aber wirklich gut segeln. Was macht ihr denn da? Mandy trainiert gerade für ihren Segelschein, Norman. Oh, hey, da kommt sie, Leute. Wirklich gut gemacht, Mandy. Ich glaube, du bist jetzt bereit, auch mal alleine rauszufahren. Oh, du meinst so ganz ohne jede Begleitung? Ja, genau. Du musst nur beherzigen, was du schon so oft von mir gehört hast. Bewahr nur schön einen kühlen Kopf und dann wird auch alles gut. Keine Sorge, Charlie, das kriege ich schon hin. Penny? Oh, hi, Sam. Ich habe den Anlasser von Jupiter hier repariert. Na, das passt ja. Denn hier möchte jemand lernen, wie man unsere Feuerwehrautos repariert. Hi, Penny. Elvis, prima. Es gibt hier ständig was zu reparieren. Die Elektronik, die Hydraulik, Verteilerkappen. Oh, verflixt. Reparaturen scheinen kompliziert zu sein. Keine Sorge, Elvis. Penny bringt dir alles bei, was man dazu wissen sollte. Wir fangen mit etwas Einfachem an. Kannst du die Batterien im Radio wechseln? Aber klar kann ich das. Tja, ich bin wohl ein wenig nervös. Ich habe bisher noch nicht allzu viele Dinge repariert. Elvis, nicht so schnell, du solltest nicht hektisch werden. Nicht vergessen, die wichtigsten Eigenschaften eines Feuerwehrmanns sind Ruhe und Gelassenheit. Du hast recht, Sam. Ruhe und Gelassenheit. Was soll denn dieser fürchterliche... Penny bringt mir gerade bei, wie man Dinge repariert. Wie wär's, Quidlington, wenn du diese Reparaturen oder wie immer du das nennen willst, sonst wo erledigst? Penny, wie wäre es, wenn du mit Elvis runter zum Dock gehst und ihm zeigst, wie man Neptun repariert? Gute Idee, Sam. Und pass gut auf dich auf, Mandy. Und vergiss nicht, was Charlie dir alles gezeigt hat, ja? Lass dich noch mal drücken, mein Kind. Mom, ich fahre doch nur bis zum Leuchtturm da raus. Viel Glück, Mandy. Oh, ja. Komm gesund wieder, Mandy. Wir werden dich auch anfeuern. Na schön, Mandy, also... Was habe ich dir beigebracht? Niemals so weit rausfahren, dass ich das Ufer nicht mehr sehen kann. Und gut aufpassen. Auf Windböen achten und auf gefährliche Dinge, die vielleicht im Wasser herumtreiben könnten. Ganz besonders Treibholz. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen, Captain Mandy. Ja! Ja! Bitte fahren! Toll macht sie das!
Vielleicht bin ich ja einfach nicht sehr geschickt, wenn es ums Reparieren geht, Penny. Auf der Feuerwache lief es ja nicht so gut. Wenn du dran denkst, was Sam gesagt hat und Ruhe bewahrst, dann wird es ganz sicher klappen, Elvis. Okay, Penny. Ich versuch's. Was habt ihr denn vor? Hallo, Norman. Was für ein Halloween. Der ganze Süßkram in Ponty Pandy ist verschwunden. Oh, ach tatsächlich? Aber das macht nichts. Da stehen noch 3 Kartons mit Süßigkeiten bei Dillis herum. Ihr könnt auch ein paar haben, wenn ihr wollt. Ein paar? Ich will sie aber alle. Schnell, wir müssen vor den anderen da sein, Derek. Du musst mich anschubsen, und zwar richtig kräftig. Schon gut, Norman. Das ist echt nicht mehr lustig. Das war wirklich ein toller Schubser. Und dazu geht's noch bergab. Ich bin fast da. Ich kann nicht anhalten. Weg da! Sei vorsichtig, Norman! So ein Mist. Ich muss dieses Go-Kart anhalten. Oder ich lande wirklich wieder im Wasser. Mom! Oh nein! Da rufe ich besser schnell meinen Bruder an. Notruf Feuerwehrmann Sam! Was hast du gesagt, Elvis? Ich hab's geschafft! Ausgezeichnet, Elvis. Dann nehme ich doch an, ich könnte es jetzt versuchen. Ein Notruf? Was kann das sein? Norman Price ist mit seinem Go-Kart ins Wasser gestürzt. Hatten wir das nicht früher schon mal? Süßigkeiten. Norman, gib mir deine Hand. Aber ich muss doch meine Süßigkeiten retten. Norman, wir sind hier, weil wir dich retten wollen. Meine Süßigkeiten. Jetzt nur keine Aufregung. Ich war dieses Halloween beim Apfelfischen noch nicht dran, aber ich komme beim Normanfischen als Erster an die Reihe. Normanfischen? Wie geht das denn? Naja, hier sind Hände okay. Aber dann muss man sich ganz weit vorbeugen, immer schön das Gleichgewicht halten und... Meine Süßigkeiten! Maximo Mage stellt sich dem bösen Zauberer in einem gigantischen Kampf der übernatürlichen Kräfte. Deine Zaubersprüche sind alle völlig machtlos, Dunkellord Drachengesicht. Ach, wirklich? Eiscremekopf Schmerzio! Spaghetti Beinius! Cut! Was ist denn jetzt schon wieder so lustig? Ich muss lachen, Norman. Weil das alles einfach nicht magisch aussieht. Was? Ach, ihr wollt Magie? Ha, dann zeige ich euch Magie. Ha. Hier, meine Zauberstabsterne. Nimm das, Dunkellord Drachengesicht. Ja. Wie? Was? Ich rufe lieber schnell Onkel Sam. Hey, Leute, seid ihr bereit für die Konga? Nein, keineswegs. Ist mir schleierhaft, ich krieg das Ding nicht aus. Und Tom kann erst heute Abend das richtige Programm installieren. Hör zu, du überteuerter Riesenmisthaufen. Schalt es aus und zwar sofort. Es tut mir leid, Norris. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Na, warte dir, zeig ich's. Nicht, Sir. Ich denke nicht, dass es... Yeah, Poolparty-Modus. Da fliegt doch der Schlauch von der Rolle. Oh, toll. Es regnet. Nein, bei einem Zaubererwettkampf in den Bergen ist ein Waldbrand entstanden, der sich ganz schnell ausbreitet. Heute scheint wirklich alles schief zu gehen. Fertig, alles gelöscht. Funken und trockenes Gras? Keine gute Mischung noch. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam.
Ich wollte doch eigentlich nur ganz besonders magisch sein. Weißt du, was auch absolut magisch wäre? Wenn du nicht länger Unsinn verzapfst. Wenigstens diesen einen Tag. Klar, die letzte Szene ist komplett ungefährlich, versprochen. Gut, hoffentlich stimmt das. Und nun die magische Besenflugszene. Aufgepasst! Nein, Norman, das ist zum Rutschen ja viel zu hoch. Das gehört aber alles zu meinen mega magischen Spezialeffekten. Nur so geht der Film total viral. Macht jetzt mit. Ich will super viele Klicks. Dann breche ich alle Rekorde. Das Einzige, was du hier brichst, ist dein Bein. Halb so wild. Schließlich bin ich ein Starregisseur. Oh, ich kann nicht hinschauen. Oh, ich fliege. Ich hänge. Bitte, Feuerwehrmann Sam! Keine Sorge, mein kleiner Wunderretter, wir sind gleich da. Wallaby 2 ist noch da. Wir haben es geschafft, Mom. Jetzt kann's losgehen. Wo sind denn bloß alle? Das Geräusch kenne ich, wie ein Hubschrauber, der gerade losfliegt. Moose, bitte komm, hier ist Tom Thomas. Ich fliege jetzt zum Bergsteiger-Erlebnispark, um die jungen Retter abzuholen. Over. Mom, der Treffpunkt war am Bergsteiger-Erlebnispark, aber du bist ins Bergrettungszentrum gefahren. Halt! Flieg nicht weg! Nur die Ruhe, mein kleines Engelchen. Du wirst heute noch mit dem Hubschrauber fliegen. Ich kenne eine Abkürzung. Festhalten, Norman. Oh. Oh, jetzt habe ich ganz nasse Füße. So, junge Retter, wir setzen die Tragen ab. Vorsicht, nicht zu schnell. Au. Sollten wir uns nicht bloß um das Übungszubehör kümmern? Sehr gut, junge Retter. Ihr wisst jetzt, wie eine Trage herzurichten ist, wie ihr eure Dummies darauf festschnallt, sie hochhebt und tragt. Dummies? Und nun wird's spannend, denke ich. Es gibt da einige Grundregeln, was Hubschrauber angeht. Und wer die kennt, darf fliegen. Juhu! Oh, wie toll! Norman verpasst einen wahnsinnig aufregenden Tag. Ja, ihm ist sicher langweilig. Vorsicht, Mom, da liegt ein dicker Ast. Oh, der lag neulich noch nicht da. Neulich? Vor 10 Jahren. Oh. Du musst bremsen, bremsen, bremsen. Ja, das mache ich, ja. Tja, ich schätze, ich komme nicht rechtzeitig zu dem Rundflug. Wir brauchen Feuerwehrmann Sam. Dillis und Norman Price hängen in einem Baum fest. In ihrem Auto. Über der Schlucht im Wald. Wie bitte? Und nun zu dem Höhepunkt heute. Ihr fliegt alle mit Wallaby 2. Verschwindet und die Zombies kommen heraus. Ha, das ist ja gar nicht gruselig. Norman Price! Ah! Was soll denn das werden? Gar nichts. Ich wollte nur... Ich gucke die Welt der Löffel, das Teelöffel-Special. Ein Juwel unter den Schöpfgeräten. Du wirst jetzt das Abendessen aus dem Kabeljau-Café holen. Da soll ich rausgehen? Aber ich bin krank. Das ist die schreckliche Erkältung. Das Einzige, was du hast, Norman Price, ist ein schwerer Fall von Fowleritis. So, und jetzt los. Hey, Sam! Hey, Penny! Wisst ihr was? Wir veranstalten hier eine Nachtdienst-Tanzshow. Klingt gut, Elvis. Und zu was tanzt ihr? Wenn die Sonne brennt so heiß, wird die Party richtig nice. Gut drauf, heiß drauf. Hier kommt der Sommer, yo, yo.
Oh, das wird jetzt eine sehr lange Nacht. Oh nein, Donna, du erschreckst mich nicht. Das kenne ich alles aus dem Zombie-Streifen. James, puh, da freue ich mich glatt mal, dich zu sehen. Hallo, Norman. Oh nein, du hast dich verwandelt in einen Zombie. Einen Ponty-Pendy-Zombie. Einen Pondy. Hau ja ab, du Pondy. Was ist denn mit Norman? Hat er noch nie jemanden gesehen, der einen Schnupfen hat? Die Pondys greifen an. Die Pondys sind hinter mir her. Nochmal so eine kalte Nacht heute. Hoffentlich ist bald Sommer. Wenn die Sonne brennt so heiß, wird die Party richtig nice. Gut drauf, heiß drauf. Hier kommt der Sommer, Jojo. Nix da Funkenflug. Was ist denn hier los? Tut mir leid, Sir. Das Team singt hier gerade so ein Liedchen. Und wieso hat mir das niemand gesagt? Das ist mein Lieblingslied. Hier kommt der Sommer, Jojo. Eingängig, nicht wahr? Hilfe! Rettet mich vor den Pondys! Norman? Du solltest hier lieber nicht reinkommen. Hannah ist infiziert. Hannah auch? Oh nein! Oh, Dad, muss das denn wirklich sein? Ich hab schon ewig niemanden gesehen. Ach, das wäre auch keine gute Idee, Schatz. Nachher steckst du Norman noch an damit. Oh. Norman! Oh, ein Pondy! Komm wieder her! Guck doch mal die da. Ganz viele Bilder von so verschmierten Punkten. Die mag ich. Die machen nicht so schreckliche Angst. Das sind keine Schmierflecken. Das sind doch Fotos vom Ponty-Pendiness-Monster. Was denn für ein Ponty-Pendiness-Monster? Ja, jetzt hört mal gut zu. Im See, da haust ein Monster, erzählten die Leute. Und da kamen die Menschen aus aller Welt, um es zu sehen. Sie sahen spritzende Fontänen und Wasserstrudel. Andere sahen eine pechschwarze Flosse. Und einige hörten ein brummendes Raunen. Schon gut. Ist ja schon lange her. Das macht mir trotzdem richtig Angst. Unsinn, die Geräusche kamen aus der alten Kohlenmine, James. Jetzt hab keine Angst. Es gibt natürlich kein Ponty-Pendiness-Monster. Das sahen all die Besucher damals aber ganz anders. Von denen könnte ich ein paar als Fahrgäste gut gebrauchen. Die sind alle hergekommen, um das Monster zu entdecken? Ich weiß, wie wir Großvaters Zug voll kriegen. So, dann setze ich meine ungeheuer geniale Idee jetzt auch in die Tat um. Monster! Monster! Da ist das Ponty-Pendiness-Monster! Oh, wie? Au! Oh nein! Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ganz genau. Ich habe das Strudel gesehen. Na und dann haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches Brrrr. Das ist ja großartig. Das ist es gar nicht. Das Ponty-Pendiness-Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Oh. Charlie, Sarah hat eben das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Ponty-Pendiness-Monster gesehen. Da oben am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Ponty-Pendiness-Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Ponty-Pendiness-Monster ist im Bergsee. Also ist es wieder da. Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das ruft nach eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich gehe schon. Ich gehe schon. In Ordnung, Gridlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny? Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich, wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Es hält immer noch nicht richtig. Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Nur keine Panik.
Mandy. Das Pferd ist ganz nett. Uns ruft die Prärie, Prärie, Prärie. Ich kann nicht. Also, wenn du wirklich so gut reiten kannst, Mandy, wieso muss dann Hannah dein Pferd führen? Komm schon, Cowboy, nicht zurückbleiben, hä? Oh, ich komm ja schon. Mandy, bist du dir auch sicher, dass du dich wohlfühlst? Klar, ich musste mich nur erst mal dran gewöhnen. Und das klappt gut. Tja, also, jetzt gib mir die Zügel. Toll! Du kannst schon weiterreiten. Ich mach hier eine kleine Pause, ja? Das Pferd wird dann. Okay, ganz wie du meinst. Hühot! Das kriegst du schon hin. Wollen wir? Hühot! Ich sagte Hühot! Nun lauf! Komm jetzt! Da! Ich kann Pferde nicht leiden! Halt! Wir sollten doch den Weg nicht verlassen! Es ist genau, wie Hannah sagte. Du weißt genau, was ich fühle. Na komm, sei schön ruhig. Ich hab keine Angst. Also gibt es keinen Grund, dass du welche hast. Da sind Musti, Lissy, Sarah und James. Und hier kommt Norman, der ist sicher schlecht gelaunt. Meine Füße tun schrecklich weh. Und hier kommt Hannah so ganz allein. Doch wo mögen nur Mandy und ihr Pferdchen sein? Wir müssen sie schnell suchen. Komm mit, Lissy. Hufspuren führen da entlang. Und so wie das hier aussieht, würde ich sagen, die beiden sind ins Rutschen geraten, und zwar in die Richtung. Und das heißt, schnurstracks in diesen Graben rein. Da sind sie ja. Ich ruf lieber schnell Feuerwehrmann Sam. Ja, ja. Wie ich hörte, sehen die spektakulär aus. In der Tat, ja. Die Polarlichter erscheinen in der Dunkelheit am Himmel und leuchten ganz bunt. Eigentlich, Frau Chen, lautet die korrekte Bezeichnung Aurora Borealis. Dankeschön, Arnold. Wollt ihr nicht mitfahren? Oh, wollen wir, Sam? Mit Vergnügen, Gareth. Ich meine, Commander Gareth. Aber die Pflicht ruft. Oh. Aurora Borealis. Klingt wie ein oberlangweiliger Ausflug. Sind doch nur ein paar dumme Himmelslichter, die im Dunkeln leuchten. Willst du uns veräppeln, Norman? Das wird so absolut fantastisch. Puh, nein, das wird der absolut langweiligste Ausflug aller Zeiten. Ah, es sei denn... Bitte alle einsteigen in die intergalaktische Weltraumrakete. Mandy, Sarah, Hannah, James. Oh, wo ist Norman? Seid gegrüßt, mein Schlinger. Hier ist nur Maxo. Der außerirdische Space Alien. Setz dich bitte, Norman. Wenn wir uns nicht beeilen, verpassen wir das Polarlicht. Ach ja, die Lichter. Das sind eigentlich dampfende Leuchtwolken von meinem Raumschiff. Nur Maxo hatte eine Bruchlandung in den Bergen und schlüpfte dann in die menschliche Form eines gut aussehenden jungen rothaarigen Erdenwesens. Haha! Ha. Ungeheuer witzig, Norman. Hallo, Nomexo. Ich bin der Menschling James. Freut mich. Sei gegrüßt, James. Ach, nun fall doch nicht darauf rein, James. Das ist doch nur Norman mit Alu-Antennen auf dem Kopf. Nomexo findet diesen Menschling doof. Nomexo ist ein Doofi. Das bin ich nicht. Bist du doch. Ha,
Kontrollzentrum, hier spricht Commander Garrus. Beginne Countdown. Start in 5, 4, 3, 2. Oh, hoppla. Wo ist sie denn? Oh nein! In der Lok brennt es. Könnt ihr mich denn nicht hören? In der Lok ist ein Feuer ausgebrochen. Ich ruf lieber schnell Feuerwehrmann Sam. Wo ist denn bloß mein Tauchmaster 2000? Ich schätze so ziemlich an der tiefsten Stelle des Sees, Joe. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich lasse die Winde jetzt runter, Sam. Los jetzt, Tom! Keine Angst, Norman. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja! Großartig! Vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Zieh das an. Das war wirklich gefährlich, was du da heute angestellt hast, Norman. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich mach das auch nie wieder. Allerdings hätte ich da auch ein paar ganz tolle Filmaufnahmen von dir, Penny. So schnell schleichst du dich jetzt nicht aus der Verantwortung. Nein, Norman. Und ich denke, heute gibt es auch noch zu Hause jede Menge Ärger. Ach. Aber vielleicht ist die hier nützlich. Gut, schauen wir mal die Nachrichten. Na, um dich geht's dabei lieber nicht, Elvis. Tja, das werden wir gleich sehen. Der bei Touristen beliebte Pontypandysee war heute Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Glücklicherweise konnte Feuerwehrmann Sam erneut das Schlimmste verhindern. Aber diesmal war nicht er der eigentliche Held, wie er uns sagte. Erst die waghalsige Tauchaktion von Feuerwehrfrau Penny Morris hat diese Rettung möglich gemacht. Yay! Ganz großartig, Penny. Ja, Penny, du siehst sogar noch besser aus als eine Feuerpatsche. Hört doch auf. Und außerdem kam es dabei höchstwahrscheinlich zu einer echten Sichtung des legendären Pontypandiness-Monsters. Was? Ist das möglich? Es sieht so aus, als würde der Monster-Alarm in Pontypandy noch lange nicht aufgehoben werden. Das biometrische Identifikationssystem begegnet den erkannten Subjekten mit negativen Intentionen. Was? Es erkennt Menschen und jagt sie. Oh, geh weg, nein! Haha! Und so hat der unsichtbare Norman Man die Chance, die ganze Welt zu retten vor dem nutzlosen Atomic Boy. Sei vorsichtig, Norman. Wozu denn vorsichtig? Ich bin unsichtbar. Was bedeutet das ich? Halt mal, ihr könnt mich sehen? Ja, wir sehen dich alle ganz genau, Norman. Aber das bedeutet, der sieht euch und mich. Lauf, Norman! Ah, Hilfe! Oh nein. Hoffentlich passiert da nichts mit meinen Benzinkanistern. Ah. Oh, ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam. Norman Price wird von einem Roboterhund gejagt, der Feuer gefangen hat. Norman Price wird von einem Roboterhund gejagt, der Feuer gefangen hat. Der Feuerhund 2000! Das wird bestimmt heftig. Dann fährst du mit Jupiter. Penny, wir brauchen dich. Schnell! Ich komme gleich.
Tretet bitte alle zurück. Sicherheitsabstand einhalten. Norman Man ist verloren. 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 Hab keine Angst, Norman. Jetzt ist er brav, unser Superhund. Doch sehen wir uns lieber vor. Da ist Benzin drin. Ich schalte auf Schwerschaum, Sam. Die Straßen von Pontypandy sind endlich wieder sicher. Nicht wahr? Tut mir leid, dass ich eben so unvorsichtig war, Feuerwehrmann Sam. Aber ich dachte wirklich, ich wäre total unsichtbar. Mir tut es leid, denn ich denke, dass die Hauptschuld an der ganzen Katastrophe mein Feuerhund 2000 trägt. Also, war das alles gar nicht meine Schuld? Tja, wessen Schuld es auch war. Ich denke, ihr solltet vorerst die Arbeit an dem Feuerhund 2000 einstellen. Und vielleicht was erfinden, das unser nettes Städtchen nicht sofort in Brand setzt. Keine Sorge, Schnuffi. Ich denke, dein Job ist nicht in Gefahr. Hey, hoppla! Hallo? Gridlington, wo steckst du? Wir brauchen dich beim Kontrollieren der Ausrüstung. Und außerdem fehlen hier einige Ausrüstungsgegenstände. Wissen Sie, die habe ich mir geliehen. Ich bin im Kabeljau-Café. Bis nachher, Sir. Was kann er denn mit einer Wärmekamera, einem Megafon und einer Glasfaserkamera in einem Café wollen? Gridlington? Hallo, Hauptfeuerwehrmann Steel. Hallo, Sam. Sieht ziemlich schlimm aus hier. Mein Café ist ja völlig auf den Kopf gestellt. Und wir haben Norris leider immer noch nicht gefunden. Wie war das? Was nicht gefunden? Feuerwehrmann Gridlington. Hauptfeuerwehrmann Meerschweinchen. Ich meine Hauptfeuerwehrmann Steel. Wir suchen einen Hauptfeuerwehrmann. Ich meine ein Meerschweinchen. Was redest du da? Um ein Meerschweinchen zu retten, braucht man doch nicht all diese Ausrüstungsgegenstände. Oje, oje. Für diese Aufgabe benötigt ein Feuerwehrmann nur eins. Und das hole ich jetzt sofort. Ich helfe dir beim Aufräumen, Elvis. Zuerst die Kühltruhe. Ist gut. Komm jetzt, Elvis. Sonnenblumenkerne. Meerschweinchen sind ganz wild drauf. Die werde ich jetzt auf dem Fußboden verstreuen und dann wird das kleine Tierchen aus seinem Versteck kommen und sie fressen. Ja. Oh ja, ich wette, Norris liebt Sonnenblumenkerne. Norris? Das ist mein Name. Was? Ach, was soll's. Zurück zu den Kernen. Ich streue sie jetzt auf den Boden. Oh, da ist es ja. Und ich habe die Kerne noch nicht mal verteilt. Nein, Sir. Ich glaube, das Meerschweinchen hat Angst. Da. Der Keller. Da unten brennt's. Ich rufe Penny. Und jetzt alle schnell raus aus dem Café. Ein Feuer im Kabeljau-Café. Oh, und ein Meerschweinchen ist dort auch verschwunden. Wir holen dich da raus, Norris. Norris? Wieso verwenden eigentlich alle ständig meinen Namen? Das Meerschweinchen muss gerettet werden, nicht ich. Ah. Jetzt wird die Ausrüstung mal richtig verwendet, Elvis. Zuerst muss der Brandherd gefunden werden. Da! Ich schaffe es nicht allein, Penny. Wie diese Kisten wohl Feuer gefangen haben, Sam. Ah. Gut. Schalt jetzt bitte die Stromversorgung aus. Strom ausgeschaltet. Seht ihr? Da ist etwas. Du knippst da eine Plastikflasche. Als hättest du gerade das Monster aufgenommen. Im Moment noch nicht. Doch wenn ich das tue, dann sehen wir das immerhin auf Video und nicht nur auf so langweiligen Fotos. Keine Sorge, Sarah. Denn das Monster wird garantiert nie von jemandem wie Norman gefilmt werden. Da! Gleich wird Norman das Pontypandy das Monster filmen. Hä? Oh, ich kann es gar nicht erwarten. Es kommt direkt auf mich zu. Mit dem Film werde ich ein weltberühmter Monsterjäger. Hallo, Norman. Ja, aber du bist doch nicht das Pontypandiness-Monster, Joe. Echt klasse, Norman. Du weltberühmter Monsterjäger, du. Hast du
du da unten das Pontypendinis-Monster gesehen, Joe? Nein, leider noch nicht, Sarah, aber ich werde weitersuchen nach dem Essen. Komm mit, Sarah. Wir gehen an die andere Seite des Sees. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Monster am besten erwische. Tja, und diese Stelle ist nicht an der anderen Seite des Sees. Die Monster sind... Also wirklich, diese Feuerpatsche war ja viel länger als Penny im Bild zu sehen. Die Kamera liebt meine Feuerpatsche einfach. Ja, aber nicht so sehr wie Penny. Ist doch nicht wichtig, Ellie. Wir haben das Feuer gelöscht, das zählt. Nein, ganz im Gegenteil. Du solltest da auftauchen, Penny. Und doch nicht Elvis Feuerpatsche. Penny, was meinst du? Wollen wir nicht noch Jupiter waschen? Unbedingt. Eine ganz hervorragende Idee, Sam. Links. 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 Nicht runter. Links. Das ist... ja, Mandy, was ist denn? Norman, du klaust dir da einfach Joes U-Boot. Das ist unfair. Oh, lass mich in Ruhe, Mandy. In Wirklichkeit bist du nur sauer, dass ich jetzt gleich das Monster sehen werde und du nicht. Halt! Was war das? Ich wette, das Monster ist gerade vorbeigeschwommen. Norman Price, du wirst jetzt sofort das U-Boot zurückbringen. Entschuldige, ich kann nicht weiter telefonieren, Mandy. Ich bin gerade in wichtiger Monsterjäger-Mission unterwegs. Und so ein U-Boot zu lenken, ist schwieriger, als es aussieht. Oh nein, nach links! Nein, stopp! Ach, zurück! Oh. Ach. Mandy, rufst du bitte schnell Feuerwehrmann Sam? Es gibt gerade so U-Boot-Probleme. Du hast es kaputt gemacht, nicht wahr, Norman? Ein kleines bisschen, ja, und...